So, hallo, willkommen beim Hero Camping Center. Heute ein Sport Modell 22 E-Power. Ganz was Neues von Knaus. Es gibt jetzt auch bei Knaus voll elektrische Wohnwagen. Hier haben wir jetzt unseren ersten, den wir bekommen haben, ein Sport E 460 EU. Ja, fangen wir außen mal an. Wir sehen sofort, Front komplett neu gestaltet. Erkennt man jetzt schon an den Griffen, sind jetzt nicht mehr senkrecht, sondern waagrecht. Ja, schöne Front geworden. Neuer Flaschenkasten. Logo in schwarz. Schauen wir mal rein. So, schwenkbar immer noch gleich. Wie gewohnt beim Sport mit Alu-Riffelblech. Elektrisch heißt kein Gas. Wir sehen auch kein Gas, also haben wir jetzt hier dementsprechend einfach Stauraum. Ja. Abwasserrolltank ist beim Sondermodell mit dabei, ist inklusive. So, einmal zu. Dann Anti-Schlingerkupplung, serienmäßig dabei. Deichselabdeckung ist aufpreispflichtig, wenn man die wollte. Ja, geht's weiter. Linke Seite, Frischwasser von außen. Ganz normal wie bei allen anderen auch, so circa 45 Liter. Dann haben wir hier eine Serviceklappe. EU-Einzelbettenwagen. Also haben wir zwei Betten innen, Längsbetten. Eine Seite hier beladbar. Da sehen wir jetzt noch die Therme. Warmwasser ist vorhanden. So. Auch Klappblechdesign wie beim Sondermodell bei Knaus so üblich. Auch die 17 Zoll Alufelgen lackiert. Wieder dabei. Dann hier Toilettenfach. Beim Knaus auch üblich die Dometic im Bereich Sport. Räder zum Wegfahren. So. So. Stromanschluss. Dann die schönen Alco-Schwerlaststützen drunter. Und hier unser neues Heck. Die Stoßstange wurde jetzt integriert in die Rückwand. Dadurch spart man Aufbaulänge, gewinnt innen noch etwas Platz. Neu designt eben auch diese Heckscheibe. Durch dieses V hier passt es wunderbar in die Rückwand. Ja. Sind wir auf der Vorzeltseite. Da erkennen wir auch, hier hat es was Neues gegeben. Die Tür. Nicht mehr die Style, sondern jetzt eben die neue Tür. In dieser Ausführung jetzt ohne Fenster. So ist es serienmäßig mit dabei. Fliegenschutztür wie gehabt, ganze Höhe. Aber innen machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal weiter. TV-Außendose dabei. Mit Vorzelt, Strom 230. Und nochmal eine Serviceklappe. Also eine Serviceklappe ist Serie, die zweite haben wir optional dazu bestellt. Ja, dann sieht man hier nochmal die Polster, die für diesen Rollladenross in der Mitte dann eben benötigt werden. Okay. Ja, das war es jetzt erstmal außen. Wir sehen uns dann gleich wieder innen. Willkommen im Sport 460 EU von der Jahr 22 E-Power. Neues Design, Möbel haben sich etwas verändert, immer noch ähnlich, aber doch einen Ton anders. Gleich wie im 21er, dementsprechend auch der TV-Halter inklusive und die TV-Vorbereitung mit Steckdose. Ja, dann haben wir hier oben Ausströmer. Das ist so, weil die Klimaanlage serienmäßig ist. Und die Klimaanlage, die macht nicht nur kalt, sondern die macht auch warm. Wir haben also auch eine Heizfunktion. Heizfunktion kommt unten die warme Luft raus, Klimaanlage kommt oben die warme Luft raus.
Ja, dann geht es weiter. Neues Klappendesign oben. Neue Farben. Dann hier Klappen auf und zu. Andere neue Scharniere sind verbaut worden. Hochwertiger die ganze Geschichte nochmal. Dann geht es eben auch mit Soft Close. Jetzt sieht man schon gleich, was das Heck ausmacht. Da hinten ist jetzt eine Ablage entstanden. Wir haben jetzt hier eine Polsterung. Das ist keine Sitzgelegenheit, einfach nur eine Polsterung, weil er hat nur diese gegenüberliegende. Der 460 ist eben auch der kürzeste Einzelbettenwagen. Aber schön mit dem Licht jetzt hinterleuchtet die ganze Geschichte. Ist zwar sehr wohnlich. LED-Lampe an der Decke. Ja, unser Tisch ganz normal verstellbar. Wie bei Knaus üblich, können wir mit einem Griff direkt in den Stauraum fassen. Auch auf dieser Seite natürlich auch möglich. Und da schon sehen wir da, unsere Klimaanlage ist nämlich eine Staukastenklimaanlage von der Firma Dometic, welche dann mit der Fernbedienung aktiviert wird. Da sieht man außen auch nochmal das Empfängerteil, wo dann das Signal aufnimmt. Ja, schön auch hier dieser Fernsehbereich, wo drunter noch mal ein Schränkchen ist. Und da sehen wir auch noch was Besonderes. Das ist jetzt eben bei allen elektrischen Fahrzeugen verbaut. Diese Möglichkeit der 10 Ampere und 16 Ampere Absicherung. Standardmäßig ist immer die 6 Ampere Absicherung aktiviert, so wie ich den Wagen einstecke. Das ist die kleinste Möglichkeit. Habe ich mehr, kann ich auf 10 oder habe ich noch mehr, kann ich auf 16 Ampere umschalten. Diese Steuerung ist intelligent und tut dementsprechend das wichtigste Gerät zurücknehmen. Also wenn ich zum Beispiel die Klimaanlage laufen lasse und mache jetzt dann meinen Kocher an und der Strom reicht nicht aus, dann schaltet er die Klimaanlage ab und lässt meinen Kocher laufen, schaltet den Kocher aus, geht er wieder auf die Klimaanlage zurück. Also das macht er praktisch von selber. Ja. So, dann haben wir Garderobe, dann haben wir unser Bad. Auch im neuen Design. Mit Ausstellfenster hier drin, natürlich auch abdunkelbar, Fliegenschutz oder Verdunklung, ganz normale aufgesetzte Rollos. So, dann haben wir hier unseren Kleiderschrank noch, Badschrank, sorry, oben noch ein Kleiderhaken, so war es gemeint. Dann haben wir hier noch eine Toilette, die kann man natürlich drehen und Dometic klassisch Standard Keramik Inlay. Ja. Wird zentral versorgt vom Frischwassertank, keine eigene Sprühtank. Hier in diesem Wagen haben wir jetzt keine Duschausbau, kann man aber sich bestellen. Dann gibt es hier einen ausziehbaren Wasserhahn und man hat dann hier oben einen Vorhang noch verbaut. Die Duschwanne ist aber überall Serie. Somit lässt sich es auch nachrüsten. Ja, dann noch mal ein schönes großes Fach. No. So, gehen wir weiter. Bettenbereich mit hängendem Kleiderschrank über dem rechten Bett. Ausziehbare hier oben. Und immer noch die Beleuchtung mit dabei. Klappen ringsum oben und ist auch zum Beispiel neu, diese Schwanenhalslampen jetzt hier, lassen sich dementsprechend auch noch auf zwei Lichtarten und allein durch Berührung schalten die dann auch um. Ja? Dann haben wir eine Steckdose drin und da der Lichtschalter. Haben wir kurz runter, Stauraum mit Wassertank und Warmwasserboiler. Die Feder, wo da jetzt rumbaumelt, die ist absichtlich nicht eingehängt. Das macht man erst dann rein, wenn man Bettzeug drauf hat, weil sonst wäre einfach der Zug zu groß und das Bett würde nach oben springen. Aber habe ich Bettzeug drauf, brauche ich ja mehr Zugkraft und dann macht man die Feder rein und dann bleibt es auch oben mit Bettzeug. Selbe Sache hier. Da haben wir dann dementsprechend hier unseren Polster mit dabei. Da sieht man auch schön noch diese Rohre. Das sind jetzt hier weiße Rohre, weil das eben klimaanlagentechnisch eben von dem Kondensat her diese Rohre verwendet werden müssen. Ja, da ist der Boiler, der ist da unten verbaut. Kann man hier einschalten. Dann macht er das warme Wasser. Und dann sind wir auch schon hier in der Küche. Cerankochfeld. Jetzt auch neu als Induktion. Steht auch schön drauf. Genau. Ja, Blende hinten dran, LED-Beleuchtung. Und was haben wir denn hier? Silvi.
Ja, was für ein Tag, genau. Das ist im Prinzip ein Magnet, wo man Sachen dran machen kann. Ja? Das ist jetzt aber nicht das Einzige, was dabei ist. Es gibt auch noch Klebepads. Da gibt es Silvi Ready, nennt sich das Ganze jetzt hier. Er ist vorbereitet für dieses System Silvi. Und zwar so, dass man Gläser mit einem eingearbeiteten Magnet abstellen kann. Und die können dann nicht umfallen. Oder auch Gewürzgläser kann man hinhängen. Und dieses Pad ist dabei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt hier drin ist. Vermutlich eher in der Bordmappe. Und das kann dann jeder Kunde selber hinkleben, wo er es gern hätte. Die Gläser oder Gewürzsachen, die gibt es dann dementsprechend im Shop zum Kaufen und dann kann sich jeder ausrüsten, wie er es gerne hätte. Auch neu jetzt im 21er Modelljahr sind die Kühlschränke jetzt anders. Im 22er, sorry. Wir haben jetzt hier einen Kompressorkühlschrank und der hat auch eine ordentliche Höhe. Da geht also auch was rein. So, jetzt schön mit Beleuchtung zu sehen hier. Auch wieder mit Gefrierfach oben. Ja, gute Sache. Die waren dementsprechend im Jahr davor beim Knaus deutlich kleiner, beim Weinsberg deutlich kleiner. Da war es ja schon der elektrische Wagen. Da gab es es ja so als Carasito. Und jetzt, wo jetzt es auch im Knaus ist, haben sie jetzt die großen Kühlschränke verbaut. Und das ist also wirklich eine richtige Aufwertung. Jetzt ist er absolut vollwertig auch dabei. Ja, ja, jetzt haben wir eine Schublade, eine Besteckschublade. Nochmal eine. Und da ein Fach. Bodenabwasserventile zu sehen für die Frischwasseranlage. Und bei diesem Wagen optional bestellt haben wir noch eine Frischwasseranzeige. Da sieht man dann immer genau, wie viel ist denn noch im Tank. Ja, sind wir oben, haben wir noch Dachluke, einmal eine 40er vorne im Schlafbereich und das große Heki haben wir dann über den Sitzbereich. Auch serienmäßig haben wir hier noch einen Rauchmelder verbaut. So, jetzt sind wir durch mit unserem Sport 460 EU e-Power Selection. Der Wagen kostet 22.990 Euro und auch dieser Wagen ist sofort verfügbar. Für Fragen und weitere Sachen einfach mich anmelden oder mal anrufen. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wisst ihr immer gleich, wann unser nächster Video parat ist. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.